Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht sehen könnt an meiner Nase, sie ist leicht gerötet und meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen, denn leider bin ich wieder etwas erkältet gewesen und es klingt jetzt so langsam ab. Aber ich habe die neue Glossy Box für euch. Die kommt wieder in diesem normalen Design daher und ich bin schon mega neugierig, was hier drin ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in die Box rein. Das ist hier wieder so aufgemacht mit diesem Heftchen hier. Und hier haben wir das Thema Inspiring oder Inspring. Und ja, da schauen wir jetzt noch nicht rein. Wir schauen jetzt erst hier rein. Hier haben wir einmal einen Flyer von Sally Hansen für Müller. Einen 1,50 Euro Rabatt mit dem Strichcode hier. Und dann haben wir von Desange eine Probe, wird das sein, denke ich mal. Die Absolute Repair Probe. Genau. Dann haben wir hier auch schon den Sally Hansen Nagellack. Das dürfte eine Probiergröße sein. In der Farbe 570 Right Said Red. Genau. Finde ich aber nicht schlimm, weil Rot ist jetzt auch nicht so eine Farbe, die man alltäglich trägt. Von daher reicht die Größe wahrscheinlich Ewigkeiten. Dann haben wir hier drin ein Oh Yes For Her von Amorelie. Oh Yes ist Herzklopfen, Lust und Anziehen, der Moment zwischen uns, in dem alles möglich ist. Ah, ein Eau de Parfum ist das. So sieht das aus. Also der Duft kommt mir von irgendeinem Parfüm sehr bekannt vor. Also riecht sehr, sehr angenehm. Finde ich gut. Dann haben wir hier von Darf ein Produkt drin und zwar ein Volumenshampoo mit Lavendel- und Rosmarinduft. Probiere ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus, weil Volumen fehlt mir leider im Haar. Und das ist hier auch schön zugeklebt. Auf jeden Fall nichts auslaufen kann. Finde aber jetzt nicht, dass es extrem nach Lavendel duftet. Und auch nach Rosmarin nicht. Also es riecht einfach nach Shampoo. Ja, probiere ich aber auf jeden Fall mal gerne aus. Und vielleicht schnuppere ich auch nochmal dran, wenn meine Nase nicht noch fast zu ist. Dann haben wir hier von Aurizia Beauty. Hier steht keine Nummer, Farbnummer drauf oder so. Einen Lippenstift. Den swatche ich jetzt einfach mal hier. Sehr, sehr cremig und ein richtig schöner Nude-Ton. Ja, probiere ich auf jeden Fall gerne aus. Und dann haben wir auch schon das letzte Produkt und zwar ist das von Bella Pierre eine Concealer-Palette. So sieht das gute Stück hier aus. Das sind hier so Creme-Concealer. Ich gehe jetzt einfach mal rein. So sieht die Pigmentierung hier aus. Also so sieht das aus. Da haben wir einmal so einen leicht gelblichen Ton, einen grünlichen Ton und einen rosa Ton. Und die sind sehr, sehr, sehr cremig. Und lassen sich aber auch dadurch echt gut verblenden. Ja, werde ich ausprobieren. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Und dann schauen wir auch mal in das Glossy Magazin. Hier haben wir einmal die Bella Pierre Palette. Die kostet 20 Euro und ist ein Originalprodukt. Dann hätte noch drin sein können von Bernengen eine Duschcreme. Die ist übrigens sehr, sehr gut für trockene Haut. Die habe ich nämlich schon daheim
und die ist sehr, sehr cremig und trocknet die Haut überhaupt nicht aus und duftet richtig lecker. Also ganz, ganz, ganz toller Duft und werde ich mir für den nächsten Winter auf jeden Fall nachholen, weil die wirklich sehr, sehr pflegend ist. Dann hätten wir hier drin haben können eine Ladybell zellerneuernde Gesichtsmaske. So sieht das Ganze hier aus. Von Dr. Scheller hätte eine Tuchmaske drin sein können und von Goul die Repair and Balance Shampoo Serie. Die habe ich übrigens komplett daheim. Also die steht bei mir momentan in der Dusche. Und also ich muss sagen, ich finde die sehr, sehr gut. Sie trocknet die Kopfhaut nicht aus, was ich extrem, extrem gut finde. Sie pflegt gleichzeitig die Kopfhaut und ja, finde meine Haare, tut es auch ganz gut, aber ich muss auf jeden Fall noch weiter testen. Hier ist übrigens eine Seite drin von Avon und hier könnt ihr einen Lippenstift gratis bekommen bis zum 2. Mai, wenn ihr für mindestens 15 Euro einkauft. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne vorbei. Dann hätte hier drin sein können von Jill Sander ein Body Gel. Das hier oben. Dann haben wir hier das Shampoo drin. Das ist auch ein Originalprodukt. Da habe ich es hingestellt. Das ist auch ein Originalprodukt und kostet 2,69 Euro ganz normal in der Drogerie. Dann haben wir eine Probegröße drin von diesem Parfüm von Amorelli. Das würde mit 50 ml original 59,95 kosten. Und ich bin mir sicher, dass es diesen Duft schon in der Drogerie gibt. Ich habe den schon mal gehabt. Vielleicht nicht mit mal ein bisschen Abwandlung, aber an sich finde ich, dass der einem Drogerie-Parfum sehr, sehr ähnelt. Und deswegen würde ich jetzt dafür keine 59,95 ausgeben. Ups, der Stift umgefallen. Dann hätten drin sein können von Mercy Handy einmal die Handcreme und Handgel, von Borotalco Pure ein Deo, ich denke das dürfte ein Deo sein, und von Bärbel Drechsel eine Silizia Nagelpflege. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier den Nagellack drin und wie gesagt, das ist eine Probegröße original, wären 14,7 ml. Wir haben hier drin 5 ml. Original würde 8,99 € kosten. Und Vorteil von diesem Nagellack soll sein, 7 Vorteile in einer Flasche. Das ist die Complete Salon Maniküre Serie mit Unterlack, Stärkung, fördert Wachstum, Farbe, Überlack, Gelfinish und Splitterschutz. Okay, werde ich auf jeden Fall gerne mal testen. Dann hätte eine Handcreme, nein, Quatsch, eine Reinigungscreme schäumend drin sein können, eine Gesichtscreme. Ja, die hier von Hildegard Bauchmann. Dann hätte drin sein können von NCLA Clean Up Your Act Remover Pen, ein über Nagelpatzer fahren, also Nagellackstift. Dann vom Beauty for Real, das ist eine Real-Eigenmarke, oder Real, wie auch immer man das ausspricht, ein Eyeliner. Aber ich denke, das ist nicht Real-Eigenmarke, dafür wärst du teuer mit 12 Euro. Dann ein Foamy Aloe Spa Sanftreiniger Entspannungskünstler, einfach so ein Reinigungsschwamm, der hier. Dann haben wir den Lippenstift drin von Rützer Beauty Arva Warm Nude Semi Matte Lipstick. Okay. Dann hätte drin sein können der Innovent Eyeshadow Glitter Brush, den hatte ich schon. Und von LOV ein Love and Tea Long Lasting Nail Lacquer in der Farbe Nummer 300, Mauve Majesty. Ich glaube, den habe ich auch schon, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das waren dann alle Produkte. Ah, es hätten noch Produkte drin sein können, es waren noch nicht alle.
Und zwar von Rituals aus dieser Ayurveda-Reihe. Damit sich halt auch cool gewesen, was da drin zu haben. So, das war's jetzt aber. Genau. Nächste Box ist die Rainforest Edition. Ja. Alles in allem bin ich mit der Box eigentlich sehr zufrieden. Wir haben hier ein Shampoo drin, ein kosmetisches Produkt, eine Konturpalette, der Lippenstift finde ich sehr, sehr gut. Der Duft, wie gesagt, finde ich auch nicht schlecht, kann man auf jeden Fall verwenden. Der Nagellack und wir hatten auch noch eine Probe hier drin. Genau. Ja. Also ich finde, es ist jetzt keine Highlight-Box, aber es ist jetzt auch keine schlechte Box. Also man kann alle Produkte verwenden. Es ist jetzt kein Produkt dabei, was ich schon kenne, was ich natürlich cool finde, weil so testet man natürlich auch mal Produkte, zu denen man wahrscheinlich nicht greifen würde. Und ja, wie gesagt, an und für sich bin ich super zufrieden mit der Box. Und ich würde sagen, da mich meine Stimme ziemlich arg im Stich lässt und ziemlich einen Hustenreiz habe, würde ich jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!